haben dazu etwas weniger als 3 Minuten gebraucht, nämlich 2,95. 52,2 Tonnen Nutzlast hatten wir und das ergibt eine theoretische Ladelastung von 881 Tonnen pro Stunde beim 374. Die 988 war schneller im Laden. Sie hat ja auch nur 4 Ladespiele gemacht. Mit 2,65 Minuten insgesamt Beladezeit. Wir hatten 49,8 Tonnen. Und das ist jetzt ganz interessant, obwohl wir weniger Tonnen aufgeladen haben mit der 988, haben wir 936 Tonnen pro Stunde Ladelast gehabt, weil wir eben deutlich schneller waren mit der 988 als mit dem 374. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit dem 385 CFS. Auch er hat bereits einige Ladespiele gemacht. Er ist ausgerüstet übrigens mit einer 5,2 Kubikmeter Felsklappschaufel. Und auch er passt ideal zu diesem SKW, zu diesem 772 50 Tonner SKW. Achten Sie noch einmal auf den SKW bei der Gelegenheit. Das Fahrerhaus ist in die Mitte gerutscht, das habe ich schon gesagt. Und wir haben rechts und links jetzt diese treppenartigen Aufstiege. 75% aller Arbeitsunfälle in den Steinbrüchen passieren beim Auf- und Absteigen auf die Baumaschinen. Durch die treppenartigen Aufstiege können wir diese Zahl an Arbeitsunfällen deutlich reduzieren. Und deswegen gibt es auch im Jahr 2011, nach wie vor von der Steinbruch Berufsgenossenschaft oder so wie es heute heißt, BGRCI, die volle Prämie beim Kauf einer solchen Maschine. So, jetzt sind wir auch hier fertig.